Mach du erst mal, oder? Will nur die Sachen, die hier an der Nähe sind. Nee. Ich will nicht sterben. Mann, oh. Du stirbst aber. Ich kann ja so lange mal versuchen, diese Steine zu farmen. Ich versuch's auch jedes Mal mit meiner Pistole, weißt du, anstatt dass ich das Schwert nehme. Erik, was hältst du davon, wenn ich hier einfach die Bomben reinwerfe, direkt neben dem Seil? So ähnlich habe ich mir das auch gedacht. Meinst du jetzt genau über dem Haus oder? Hier bräuchten wir nicht meine Bombe. Hier müssten wir einfach nur ein Loch reinhauen. Und dann würde die ganze Lava abfließen und wir hätten das ganze Zeug rechts vor uns. Ja, dann mach das doch, weil ich würde dann hier rechts denn ein bisschen runterholen und hier dann erstmal. Steine, die hier unten noch sind, abbauen, weil die sonst unerreichbar sind. Naja, unerreichbar nicht. Wir bräuchten so viele Bomben reinwerfen, dass das Loch so weit ist, dass die Lava ganz abfließt. Okay. Direkt unerreichbar, aber halt. Ich gucke mal, ob irgendwelche Personen da im Haus sind, die mir irgendwas Nützliches verkaufen oder denen ich irgendwas verkaufen kann. Wenn man das Haus hier aus Glas, ne, da hat da auch mal jemand drin gewohnt. Nein. Nein. Achso. Was? Was? Was ist passiert? Ich weiß nicht. Ich habe Magier gekillt und auf einmal. Aber das andere Haus links, da hat doch mal jemand drin gewohnt. Wo ist der Typ hin? Da Haus links. Ich habe hier eben Lava runterfließen sehen. Könnte das dein Problem gewesen sein? Nein. Ich war ja über der Lava. Hm. Egal. Was hältst du davon? Da, wo du jetzt hier, wo ich hier schon nach unten gegraben habe, da? So abgebaut. Kannst jetzt alles wegkaufen. Brauchen wir Wurmzahn? Scheinbar nicht. Getränke bestimmt. Da verkaufe ich den Wurmzahn so. Außerdem, Erik, hier unten ist noch genug Material, ne? Ja. Fackeln habe ich, glaube ich, auch noch genug, genau, es geht. Oder einfach eine ganz tiefe Grube rein. Alles klar. So, dass wir irgendwo die Steine kriegen. Die dürfen ja durch Explosion nicht weggehen. Genau. Oh Gott, ist das gay? Ja, total. Was ist was? Ganz genau. Was ist was, TV? Oh Mann. Was auch immer du guckst. Guck es nicht. Er hat zu viel Breaking Bad geguckt und ist nachgemacht. Wir haben eine Kostprobe genommen. Das sowieso. Also das mit dem Breaking Bad gucken. Bin auch für die anderen Theorien. Oh, ich hab zu wenig Ziegel. Ich muss nochmal in den Dungeon noch was abbauen. Sonst wird mein Hochhaus niemals fertig. Lol, da ist schon wieder so ein Flugteil mit einer Puppe oben drin im Haus. Hm. Okay. Nicht, dass der in die Lava fliegt. Der kriegt ja keinen Schaden durch Lava. Wie war das jetzt mit dem Haus und dem Bett? Musste man alles Mögliche erst zusammenschustern, oder? Oder was? Wie war das? Na, was? Wegen dem Spawnpoint rechts. Du brauchtest eine Wand mit Hintergrund und konntest da dann dein Bett reinsetzen. Und fürs Bett brauchte ich aber irgendwie Spinnweben, ne? Die habe ich, glaube ich, nicht. Die findest du überall. Ja, wir gehen rein, ob sie ein Teufelbett holen. Genau, Obsidianbett. In der Hölle irgendwo, ja? Ja. Na gut, ich komme wieder in die Hölle, bevor ich in den Dungeon gehe. Und in den tiefen. Weißt du, der stellt hier Tische rein, aber keine Stühle. Ich hatte keine Stühle mit. Außerdem ging ich ja davon aus, dass du das zu Ende machst. Toll. Ich hab auch kein Material. Ich habe nur Steine gesammelt jetzt für die Hintergrundwand. Achso.
Ach ja. Der Weg zur Hölle ist ganz schön weit. Könnte man da nicht auch ein Bett hinbauen, dass man sich da irgendwie runter teleportieren kann? Eigentlich könnten wir uns doch wieder einen Tunnel bis nach ganz unten machen, oder? Naja, es ist ja quasi schon ein Tunnel bis ganz nach unten, wie ich das ja gemacht habe, halt und stimmt. Man einfach durchfallen kann. Die blöde Fledermaus. Die habe ich im Fall nach rechts gekickt und dann bin ich jetzt durch den Fallschaden gestorben. Willkommen in der Hölle. Nee, ich war noch nicht mal so weit. Doch, doch, passt schon. Nee. Leck mich, Fledermaus. Also, ich habe übrigens keine Bomben mehr und ja, ist ein passables Loch geworden. Nichts. Nee, dann gehe ich doch lieber wieder in den Dungeon. So. Der Weg zur Hölle ist mir zu blöd. Vielleicht kommt ja irgendwer doch noch dahin und macht da ein gerades Loch nach unten. Soll ich das nächste Mal sterben, können wir von oben runtergraben. Wir haben jetzt schnelle Spitzhacken. Ja, aber ich möchte da nicht mit Balsam am Graben. Das ist mir zu öde. Noch. Ist mir zu öde, Mama. Das müsste ich dann rausschneiden. Du könntest ja auch in den Jungle gehen und uns ein paar Weinreben farmen. Sehen Sie den neuesten Abenteuer von... Sie den neuesten Abenteuer von Gruffel. Gruffel gräbt. 5 Stunden lang. Gruffel findet eine Erbse. Gruffel klettert 5 Stunden lang wieder nach oben. Schade, dass man nicht eure Bilder sieht, wie ihr sterbt. Sieht man doch. Ja, ja. Ganz unten in dem Loch ist übrigens Geld. Wuhu, Geld. Habt ihr noch irgendwo Holz liegen wegen Bretter und so? Plattform? Glaub nicht, keine Ahnung. Ich kann hier hinten Holz fällen. Das bringt mir hier vorne aber nichts. Okay, dann lass ich's. Kaktusse könnte ich auch fällen. Bringt mir vorne immer noch nichts. Das ist mir egal. Ist mir egal. Ich brauche, glaube ich, auch mal eine bessere Axt, dass ich immer schneller das Zeug mal endlich abbauen kann, wenn ich dann wirklich mal wirklich Holz abbauen will, oder? Dann würde ich dir raten, eine zu basteln. Ja, ne? Welches Material ist am besten geeignet? Das, was wir Hellenstein. Hellenstein, ja, okay, dann nachher gehe ich nochmal in die Hölle. Ja. Wir werden ihn dann niemals sehen, oder? Dann gehe ich nochmal in den Dungeon. Dann gehe ich nochmal in die Hölle. Dann gehe ich nochmal in den Jungle. Ich am Haus. Dann gehe ich Steine farmen. In der Hölle. Im Dungeon. Ich weiß, sehr strukturiert, ne? Tja. Übelst. Kann ich die Pyramidensteine eigentlich auch abbauen? Ja. Test es! Ich teste es ja gleich, warte. Erik, bist du noch oben? Ja. Jo, ich kann die Pyramide kaputt machen. Bringt das was? Find das heraus. Ich finde es heraus. Was? Grabsteinerei auf jeden Fall. Erik, ich würde dann mal überlegen, weil du wolltest ja hier runter. Wo denn jetzt senkrecht das Loch oder nicht? Ah, dann komme ich hier. Da hat sich jemand nach oben gebaut, deswegen. So. Mal sehen. Vielleicht gibt es ja hier doch noch irgendwelche Randgebiete, die du nicht erforscht hast. Willst du gleich hier unten bauen? Durch? Da wo ich bin. Auf jeden Fall leuchtet da rechts irgendwas. Da gehe ich mal. Warte mal kurz. Ich versuche gerade meine Maus ein bisschen zu präparieren. Eine Höhle. Ja, ich brauche die Maus nicht mal festhalten. Ah ja. Was machst du? Ich habe meine Tastatur so raufgelegt und jetzt buddeln wir uns nach unten. Cool. Ich werde sowas von sterben, wenn da das erste Loch kommt. Lol, was jetzt so? Ich krieg's nicht hin. Er hat versucht nachzumachen. Nachmacher. Das müsste ein Buddel nach unten Knopf geben. Das wäre nett, ja. Naja, wenn du Steuerung drückst, ändert sich ja quasi deine Maus und dann könntest du auch alleine nach unten graben, dauert nur länger. Und wir wollen ja schnell vorankommen. Tap, tap, tap.
Oh Gott, Wasser! Nein, meine einzige Schwäche! Stirb, stirb, das Wasser wird dich töten. Bin sowieso bald ersticken. Okay, die Höhle war nicht lang, ich gehe zurück in die Pyramide. Noch mehr Wasser, nein! Okay, ich brauche Luft. Ja, Luft ist gut zum Atmen, habe ich mal so gehört. Ach, sag es nicht. Hast du Leuchtstäbe dabei? Ich habe Leuchtstäbe dabei. Und? Ja, ne? Bringt euch viel, ich weiß. Ach so, das sind Kaktusplattformen. Ich wollte Kaktusplattformen als Leuchtstäbe nehmen. Kakteen leuchten nicht im Dunkeln. Schon wieder Sauerstoff. Hier ist auch ein Luftloch! Grab dich nach rechts. Oh, jetzt hat das Video, glaube ich, so langsam. Was ist denn das jetzt? Ach, Steine. Es ging vorher so schön schnell mit dem Sand. Geht's auf der richtigen Höhe hier? Komm, geh nach rechts. Wie weit seid ihr denn? Mit eurem geraden Loch nach unten? Guckt auf die Karte. Ich gucke ja gerade auf die Karte. Ja, doch, ihr kommt ganz gut voran. Das sieht man sogar auf der Karte, wie ihr da runterrutscht. Und Sauerstoff. Vielleicht solltet ihr das Wasser weglassen. Ich meine, gut, das ist noch ein ganzes Ende, aber... Wir können ja nichts dafür, wenn wir ein gerades Loch machen sollen und überall Wasser ist. Trink es aus. Ja. Schluck. Dann verstopfe ich das Loch. Ich immer noch ein Wasserproblem, wenn er dann seine Blase hier... Er hat ein schlimmeres Wasserproblem. Ja, das ist dann kein Wasserproblem mehr. Hey, das war ein Wurm. Ja. Yep. Auf Betonung auf wahr. Mal sehen, wo ich rauskomme, wenn ich mich jetzt hier nach rechts weitergrabe, wo du aufgehört hast. Wahrscheinlich nirgendwo. Oder war da auch noch Stelle, oder? Was sagst du? Na. Wir waren schneller. Ah. Wir hatten ja, glaube ich, dann immer diese... Luft! Nein! Jetzt kommt das Wasser hier! Ah, komm! Ah, nein. Ich mag Sand nicht. Der dauert so ewig zum Durchgehen. Ich hab gelebt! Ich hab gelebt! Ich hab gelebt, ja! Oh Gott, so Blödsinn! Nicht. Ist ja noch Wasser drin unten, ne? Mhm. Wollt ihr euch jetzt bis runter wieder fallen lassen? Deswegen nehmen wir das Wasser überhaupt erst mit. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, die Idee. Stirb, Lob, stirb! Na, oh. So gut die Waffe auch ist, wenn man nicht, wenn man 1 Millimeter daneben zieht, dann stirbt der Gegner leider nicht. Das war eine Pause. Was? Das war ein Naturpass. Jupp. Mir geht schon wieder die Luft aus. Ach, ich wollte schon schwimmen gerade. Puh, zu viel Wasser. Du bist immer noch im Wasser. Nicht immer noch, schon wieder. Dass du brennst, sehen wir wenigstens was. Ich brauch den Helm aus. Ihr seid aber nett zueinander. Da denkt man, das Wasser fließt ab und darunter ist das nächste Loch, wo Wasser wieder zurückfließt. Aha. Warte, erstmal kurz Luft holen. Oh, ich hab Spinnenweben gefunden. Können wir später auch noch so eine Rüstung gebrauchen. Brauchen wir aber auch Knochen aus dem Dungeon. Was ist das? Achso, Eis. Bloß weil ihr zu faul seid, um Piken zu gehen, müssen wir ein neues Loch graben. Ich bin ein Blitzer. Wir sollten uns wirklich schämen. Grad weiter. Luft. Haben wir schneller als das Wasser. Nein! Es kommt!
Das ist so eklig und schleimelig. Lol, da drüben fließt es auch schon runter. Siehst du das? Und der Piranha schwimmt hoch. Es ist in beiden Löchern. Der Piranha, der am besten zu uns rüberkommt. Wenn ich genug springe, dann schaff ich's. Ich bin zwar Wasserlebewesen, aber ich schaff's an Land. Na. Ja, er kommt. Er hat sich gerettet. Wäre er noch ein bisschen weiter nach links gesprungen, hätte er es geschafft in diese Höhle. Ja. Und wir hätten ihn mit unseren Spitzhacken erledigt. Ihr seid ja so freundlich. Was denn? Nichts. Ich grab mich hier nur durch. Oh nö! Noch mehr Wasser. Keine Sicht auf Luft. Wie weit ist es denn noch bis zu dem? Okay. Schon zwar überall Viecher rum, aber irgendwie komme ich nicht an Wasser.